Hallo? Schnein. Unzufrieden, ihr Ärsche. Ich werde die Stadt besuchen. Ja, tu das. Ich werde das Krabbenkuchen verkaufen. Und den Hintenfisch. Und mir geht das Gold aus. Interessant. Dann schmeißen wir halt Eisen ein. Geht eh viel schneller. Also mit dem Einschmelzen geht es super schnell. Hier noch mal ein paar von den Ressourcen weg. Die Bomben brauche ich eh nicht. Ich habe eh zu viel Ressourcen. Ach, dieser rostige Sponnen und dieses blöde Zahnrad. Die findet man irgendwie am häufigsten, habe ich das Gefühl. Ich finde schade, dass man nicht mehr Schleim haben kann. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr die Schleime in einem Haus bei den Hausbewohnern reinpackt. Diese Schleimbrutautomaten. Und da könnt ihr schon ein paar hunderttausend Schleime drin züchten, tatsächlich, weil es da keine Begrenzung gibt. Aber es lohnt sich einfach nicht. Ihr könnt ja fast das Spiel zerstören damit. Aber es lohnt sich halt echt nicht. 7 Kekse, wie viel geben die eigentlich? Sehr süß und knusprig. Oh, jetzt ein paar Kekse. Ich habe halt jetzt schon echt ewig keine mehr gegessen. 3 Wochen keine Süßigkeiten. Eisen ist fertig. Könnte ich gleich nochmal ansetzen. Geht halt relativ schnell. Aber erstmal muss ich jetzt einkaufen. Schließlich gibt es so viele Sachen, die wir noch machen können. Willkommen. Sehr viel Zucker. Ja, auch qualitative Ware, glaube ich, die Zucker. Die hat er wirklich. Ein bisschen was von allem noch. Wie schön es eigentlich ist, dass wir müssen nur zugreifen bei den Produkten. Wenn du irgendwas brauchst, greif einfach zu. Mehr müssen wir gar nicht machen. Es gibt Länder, da ist es halt echt nicht so. Essig. Ja, die brauche ich eigentlich. Brauchen wir nicht so oft, glaube ich. Was ist denn noch irgendwas Tolles? Tapete, Boden. Oh. Eine einzelne Wildpflaume. Blumenstrauß. Clint macht heute blau. Ich komme gleich zu dir, ich muss bloß kurz mal ein bisschen was in meinen Kühlschrank packen. Der Rest kommt alles in meinen Kühlschrank, vielleicht backe ich mir noch schnell ein paar Kekse.
Wenn ich im echten Leben schon keine essen kann, dann kann ich sie mir wenigstens holen. Ah ja, habe ich noch etliche. Könnten wir auch einen Milchreis machen. Oder Pfannkuchen. 90. 90 und 40. Ei und Weizen, da fehlt eigentlich Milch. Und 5er Pfannkuchen. Pfannkuchenfrühstück hätte ich auch nichts dagegen. Echt überhaupt nichts. Nochmal so 10 Artefaktfunde und ich kann wahrscheinlich dann mit der Hand rechnen. Wie gesagt, mir fehlt halt nur noch diese blöde Hand. Dann ist Sammeln fürs Museum halt abgeschlossen. Halt, 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 halt. Wie ihr seht, gehe ich wieder sehr sparsam mit meinem Leben um. Blödes Vieh. Alles, komm her. Und Höhlenkarotten. Smaragd. Knusper, knusper Kekse. Aber eigentlich sind die Pfannkuchen wirklich besser. Die sind zumindest billiger und du hast noch Sammeln dabei. Aber ich hätte gerade echt mehr Lust auf Kekse. Aber wie gesagt, ich bin auch ein sehr großer Freund von Pfannkuchen. Aber Pfannkuchen haben wirklich einen Arsch voll Kalorien. Das darf man immer nicht vergessen, wenn man die Sachen isst. Ich verzichte ja tatsächlich absichtlich eigentlich nur auf Zucker, weil ich halt in den letzten Jahren sehr übertrieben habe mit Zucker. Und es hat sich halt bei mir auch gewichtlich sehr stark durchgesetzt dann. Obwohl ich nicht der Typ bin, der schnell zunimmt, zumindest habe ich mir das gedacht. Aber auf lange Sicht nehme ich dann halt doch irgendwann zu. Ich glaube, das meiste war aber auch wirklich stressbedingt. Stressbedingt nehme ich jetzt nur noch haufenweise, also kiloweise Energy Drinks zu mir. Von mir ist auch literweise, je nachdem, wie ihr rechnet. Auch nicht so gesund, aber wenigstens trinke ich zuckerfreie. Die gehen kaputt dadurch, oder? Ja, die werden dadurch zerstört. Hier gehen wir noch eins tiefer. Eigentlich suche ich tatsächlich gerade eher diese Dinosaurier als die Omnigioden, weil die Omnigioden kriege ich hier überall. Okay, ich will ehrlich sein. Steinzahn, nee. Unheimliche Statue. Ich weiß auch nicht warum. Die verstörend wirkt. Wo ist denn der?
Moment, es gab doch früher für 99 Steine den Weg nach unten. Ach, das ist doch die Treppen. Ich bringe ihn natürlich trotzdem um. Oh, das hätte ich beim letzten Mal gebraucht. Oh. Oh, eine Omnigeode, danke. Bin zu voll. Alles. Sehr schön. Ah, war schon da. Interessant. Naja, hab keinen Bock auf dich. Wir haben gar keinen, der für die Post zuständig ist. Oder wird das vom Museum mit übernommen, damit die auch irgendwie zu Geld kommen? Und wir verschicken auch irgendwie nie Briefe, oder? Wir kriegen zwar ständig Post, aber wir verschicken keine. Andererseits, wenn wir sollen wir auch schreiben? Es kommen ja alle zu uns. Alle wollen ja was von uns. Einen rostigen Löffel gefunden, wie schön. Irgendwie mag ich euch jetzt nicht mehr. Du bist zwar nicht schwächerer, aber was zur Hölle war das gerade? Klang wie eine Doppelexplosion. Jupp. Yep. Habe ich denn heute schon mal ins Fernsehen geschaut, aber die Königin der Soßen hatten wir schon. Wie jetzt? Iridium kann ich nicht zurücklassen, das geht nicht. Ich will den Löffel hier weg. Oh, die darf ich kaputt gehen. Du hast eine Omnigeode für mich, also darfst du herkommen. Langsam aber sicher. Das ist ein blöder Rückstoß. Stirb endlich! Ein Erdkristall. Und ich bringe ich auch um. Wenn sich schon mal anbietet. Oh, habe ich noch gekriegt? Keine Ahnung. Ich glaube, er ist kaputt gegangen. Ich bin mir nicht sicher. Wir schmeißen weg. Sehe ich. Feuerquarz ist viel zu wertvoll. Und eine Omnigeode. Aufpassen, dass ich auch in den herzhaft in den Fliegenpilz reinbeißt, das könnte unangenehm werden. So ein bisschen. Das passiert schon mal schnell. Ist ja bestimmt auch schon mal passiert. Ich dachte, oh ja, jetzt einen leckeren Keks. Und Krabbenkuchen.
Was lässt man hier? Die Bomben brauche ich nicht. Und was ist denn noch unwichtig? Ach hier, Schleim. Es ist eigentlich so schwer, irgendwas zu sehen und dann das Rezept so nachzumachen. Ach, ein Diamant, 250 wert. Ne, danke. Ist mir jetzt, ist echt nicht wichtig, ein Diamant. Der hat einfach keinen großen Wert. Oh nein, das ist wieder so ein... Wenn es jetzt nicht direkt hier vorne ist, baue ich mir wieder eine Stufen. Und ich baue mir Stufen. Da wirst du wohl nicht rauskommen. Die Höllenkarotten haben wir auch. Und noch mehr Iridium. Iridium ist auch überhaupt kein Problem. Ich kann mir halt hunderte Iridium-Sprinkler machen. Oh. Was mache ich denn dann eigentlich, wenn ich das Spiel hier durch habe? Welches Spiel spiele ich denn dann als nächstes fertig? Es sind so viele Sachen halt noch. Oh ja, das war eine linke Nummer. Boah, jetzt werde ich aber zugeschüttet mit Ausgängen. Oder Eingängen, je nachdem. Hey, übertreib's doch noch ein bisschen. Ah, der hat die ein bisschen vollgeschleimt. Da schmecken die umso besser. Fehlt bloß noch ein bisschen Salz drauf. Den Schleim schmeckt nur mit Salz richtig gut. War da gerade irgendwas gekommen? Mehr Omnigeoden. Mehr. Mann, ich habe heute viel zu lange geschlafen. Ist voll blöd. Mir fehlt halt jetzt. Hätte halt echt zwei Aufnahmen machen können, problemlos. Und hätte immer noch Zeit gehabt, aber. Weil ich meinen Wecker halt in weißer Voraussicht angehalten habe, weil ich doof bin. Das lebt mir den Konsequenzen. Die geben sogar Iridium. Und noch ein paar Kekse. Ich habe gestern, weiß nicht, 5, 6 Folgen 7 Days to Die aufgenommen vielleicht mit Freeman und oh. Da geht schon ein bisschen Zeit ins Land. Ich weiß, dass mich dieser Kanal hier unglaublich viel Zeit kostet. Und da ist ein Dinosaurier. Aber es ist mein Hobby und ich gedenke. Hätte ich das Hobby letztes Jahr aufgegeben, ich hätte so viel mehr Zeit gehabt. Problem ist aber, ich hätte eins meiner liebsten Hobbys aufgegeben.
Das muss mit. Komm. Und Hobbys aufgeben, wenn es wirklich zu exzessiv wird, das kann ich schon verstehen, aber ich glaube, das hätte ich vielleicht nicht durchgestanden dann. Wenn du dann auch noch deine ganzen Freizeitaktivitäten aufgeben musst, wirklich alles, nicht mal einschränken, sondern aufgeben. Das wird dann halt richtig übel. Ich habe schon ein paar Let's Play aufgegeben eigentlich. Ich habe ein paar Leute deabonniert jetzt Anfang des Jahres, weil ich mir dachte, der Content, den die bringen, ist eigentlich nicht mehr mit mir vereinbar und ja, das reicht eigentlich schon als Grund. Was kann ich wegschmeißen? Was schmeißen wir weg? Was schmeißen wir weg? Die brauche ich nicht unbedingt. Die prismatische Scherbe hat 2000 Wert, also. Ach, du blödes Vieh. Also gefühlt werden sie immer mehr von diesen komischen Viechern. Ich glaube, ich gehe mal nach Hause. So langsam. Ich muss langsam mir Gedanken machen. Ich will jetzt aber noch schnell Artefaktfunde holen. Witzige Aal könnte ich mir holen. Käse. Schön lustig. Das ist auch nicht schlecht, aber... Ich behalte den Rubin. Bevor ich verkaufe, alles einlagern, was hier irgendwie reinpasst. Gut, haben wir schon mal zwei. Ah ja, das sind die prismatischen Scherben. Schön. Das wird schon mal verkauft, die verkaufen wir. Und das auch, da habe ich nämlich ein bisschen was refinanziert. Die packen wir zurück. Ich habe noch Pfannkuchen, Krabbenkuchen und den Aal. Und das hier auch, also das wird reichen. Ich brauche eigentlich beim nächsten Mal, muss ich an neue Bomben denken. Habe ich denn jetzt noch alles andere? Eier sind aber auch kein Problem. Sieht nicht schlecht aus. Schmeidige Kürbis mit einer flockigen Kruste. Müsste eigentlich alles haben. Milch habe ich nicht so viel, aber auch das ist mir egal. Ich meine, ich habe ja das Geld. Mini, warum sollte ich sparsam umgehen? Es gibt eigentlich nichts mehr, was ich mir groß kaufen brauche. Von daher... Okay, der Tintenfisch 150 und der Krabbenkuchen 275. Wissen wir das auch endlich? 5300. Und es dauert nicht mehr lange. Stardew Valley geht halt dem Ende zu langsam. So, dann würde ich fast sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war Let's Play Stardew Valley für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Ja. Alte Relikte und Kuriositäten. Ich hoffe doch, dass ich... in den nächsten paar Aufnahmen die Hand noch kriege, weil dann hätte ich... Minerale habe ich eh schon fertig.
Es ist wirklich das Letzte, was mir noch fehlt. Alles andere hatten wir schon. Das fehlt noch. Dann fehlen mir noch ein paar... Also Fische fehlen mir jetzt noch drei. Das ist ein Frühlingsfisch. Die kriege ich an diesem Wintermarkt. Das kriege ich im Frühling. Das müsste ich im Frühling kriegen. Da fehlt mir... Das gealterte Fischleich. Das ist... Das und das ist miteinander vereinbar. Dann ist das der Tee und das sind die Teeblätter. Also Tee kriege ich dann auch erst im Frühling und die beiden Sachen muss ich auch noch hinkriegen. Also mir fehlt eigentlich noch das Artefakt, die drei Fische und den Rest kann ich im Frühling holen. Ansonsten noch die Rezepte. Und das könnte ich wahrscheinlich auch noch machen. Da schauen wir einfach mal. Das war Let's Play Stardew Valley. Für heute, ich sage Ciao mit Wichtlein TV und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, Leute.